Und ich darf zunächst den Tagesordnungspunkt 58 aufrufen mit dem Titel Transparente Haushaltsberatungen ermöglichen. Einreicher ist hier Dissidentenfraktion und wer möchte es uns nahebringen? Und dann wäre, wie gesagt, ein Ergänzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen, der als nächster dann vorgestellt werden kann. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Herr Schmelig, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über die zentrale Aufgabe der Kommunalpolitik. Wir reden über den Haushalt, den kommenden Doppelhaushalt. Wir reden über die Frage, wie die Dresdnerinnen und Dresdner an der Entscheidung beteiligt werden können, wofür 2023 und 2024 fast 4 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen. Wir reden also über Transparenz. Alle schreiben sich Transparenz auf die Fahnen, doch was passiert, wenn es konkret wird? Die bisherigen Beratungen des Antrages sind ein Lehrstück für das Wegducken politischer Verantwortungsträger, wenn es zum Schwur kommt. Zwar sind wir froh, dass der federführende Finanzausschuss mit Mehrheit die Unterstützung der unter Punkt 2 genannten Maßnahmen beschlossen hat, also Maschinenlesbarkeit, vollständige Aufschlüsselung der konkreten Maßnahmen und eine qualifizierte Einbeziehung der Stadtbezirksbeiräte. Herzstück des Antrages ist aber ein Bürgerhaushalt für Dresden. Auf Grundlage der genau vor 3 Jahren von diesem Stadtrat beschlossenen Bürgerbeteiligungssatzung, in der geregelt ist, was ein Bürgerhaushalt denn leisten muss, wie Transparenz über Ausgabenschwerpunkte hergestellt werden kann. Wer sich die Anforderungen eines solchen Bürgerhaushaltes durchliest, wird feststellen, das ist wahrlich nicht zu viel verlangt. Offensichtlich aber zu viel verlangt für eine Mehrheit dieses Rates, zumindest der Mehrheit im Finanzausschuss. Es scheinen sich alle Fraktionen schon daran gewöhnt zu haben, dass Haushaltsberatungen am besten funktionieren, wenn die Ausgaben im Hinterzimmer ausgekungelt werden. Ich weiß, wovon ich rede. Im Finanzausschuss erzielte der Punkt 1, Bürgerhaushalt, genau eine Ja-Stimme, meine. Das ist verwunderlich. Wenn man in die Wahlprogramme schaut, mit denen die Parteien zur letzten Stadtratswahl 2019 angetreten sind. Ich lese im Programm der Grünen, Zitat, Dresden braucht einen Bürgerinnenhaushalt. Wir sind davon überzeugt, dass Bürgerinnen auch über die konkrete Verteilung des Geldes des Haushaltes mitentscheiden sollen. Schlicht heißt es in dem Wahlprogramm der Linken auf Seite 15, Dresden führt einen Bürgerhaushalt ein. Bei der SPD wird auch von Bürgerinnenbeteiligung und Stärkung der Demokratie gesprochen. Selbst bei der AfD steht der Satz, die AfD setzt sich für die Einführung eines Bürgerhaushaltes ein. Die Freien Wähler schreiben sich ohnehin auf die Fahnen, Bürgerbeteiligung im Zentrum ihrer politischen Arbeit zu stellen. Auch bei der FDP finden sich ähnliche Formulierungen. Lediglich bei den noch immer sich als Staatspartei fühlenden Christdemokraten taucht der Begriff Bürgerbeteiligung im Wahlprogramm nicht auf. Wenn sich die genannten Fraktionen heute im Stadtrat gegen genau diesen Antrag eines Bürgerhaushaltes entscheiden und das Votum, wie im federführenden Ausschuss geschehen, bestätigen, dann gilt es, ein weiteres Kapitel in dem Buch mit dem Titel Versprochen gebrochen zu schreiben. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, da können Sie noch so viele Ausreden erfinden. Diesen Makel müssen Sie dann sich an Ihre Wehr heften lassen. Und auch wenn ich mir den Zusatzantrag der Grünen angucke, lieber Thorsten Hans, es ist im Wahlprogramm der Grünen für diese Legislaturperiode und nicht für die nächste Legislaturperiode vorgenommen. Aber nach wie vor haben wir unsere Hoffnung noch nicht aufgegeben.
werte Kolleginnen und Kollegen, geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie allen Punkten unseres Antrages für eine transparente Haushaltsberatung zu. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank. So, jetzt könnte der Änderungsantrag der Grünen eingebracht werden. In der Fraktionsrunde. Dann beginnen wir mit der Fraktionsrunde heute. Zunächst die CDU, wird das Wort gewünscht. Nein. Dann sind wir bei Ihnen schon, Herr Hans, für die Bündnis 90 Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Stream zu Hause. Lieber Michael, ich hätte mir gewünscht, du hättest in deiner Rede mehr den Fokus darauf gesetzt, warum ein Haushalt wichtig ist. Es scheint immer so abstrakt, theoretisch und nur für die Finanzen gemacht, sondern wichtig ist es deshalb, weil wir beim Haushalt darüber reden, wie wir und in welchem Umfang wir Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und auch für Wirtschaft, für Institutionen finanzieren. Und deshalb ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, das eben transparent zu machen, so wie du das auch eingebracht hast. Das ist richtig, transparent und durchschaubar, sowohl für uns als Stadträtinnen und Stadträte, aber eben auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin jetzt 12 Jahre nicht im Stadtrat gewesen und bin ein bisschen überrascht, gebe ich zu, dass anscheinend die Möglichkeiten, die mit der Einführung der DOPIG ja gerade auch an die Hand gegeben wurden, den Kommunen bisher leider noch nicht ganz ausgeschöpft wurden. Das sollten wir in der nächsten Zeit einfach weiter und auch anhand dieses Antrages mit, wie es in Punkt 2 ja auch großer Mehrheit im Finanzausschuss mitgetragen wurde, angehen. Ich würde mir aber auch von der Verwaltung an dem Punkt schon wünschen, generell nicht nur hier für den Bürgerhaushalt, dass es heißt, wir erklären nicht so oft, warum bestimmte Dinge angeblich oder auch offensichtlich nicht gehen. Ich würde mir wünschen, auch beim Bürgerhaushalt, weil da von der Verwaltung gewisse Vorbehalte noch mal geäußert wurden, dass es heißt, wir klären in der Verwaltung, wie was geht, wie es schnell geht und wie es gut geht, wenn wir als Stadtrat Aufträge erteilen. Und ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie heute auch nicht nur bei dem Punkt 2, sondern auch bei dem Punkt 1, was den Bürgerhaushalt angeht, der Verwaltung den Auftrag erteilen, dass wir dieses Bürgerhaushaltsverfahren einleiten. Aber ja, wir als grüne Fraktion haben schon verstanden, und wir merken es ja gerade aktuell, wir haben gestern darüber diskutiert, dass Bibliotheken jetzt teilweise geschlossen werden sollen. Das ist für das Haushaltsjahr 2023/24, wo die Beratungen spätestens im Sommer losgehen und im Herbst sozusagen die Bürgerbeteiligung stattfinden müsste, dass es da jetzt nicht mehr vernünftig vorbereitet werden kann. Das ist vielleicht traurig, aber es ist einfach der Fakt. Und deshalb haben wir den Änderungsantrag, den ich hier mit einbringe, gestellt, dass für das Haushaltsjahr 2025/26 dieses Bürgerhaushaltsverfahren heute schon beschlossen wird. Und das scheint jetzt weit weg, aber wir haben auch ein Datum reingeschrieben, wo die Verwaltung uns vorstellen soll im Finanzausschuss, wie sie das umsetzen möchte. Und damit haben wir dann die Gelegenheit, auch selber unsere Vorstellungen einzubringen, gemeinsam mit der Verwaltung zu diskutieren, wie das umgesetzt werden sollte. Und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern rechtzeitig die Möglichkeit zu geben, sich in den Haushalt dann einzubringen. Und ich möchte sagen, weil es ein Gegenargument im Ausschuss war auch, dass es schwierig ist, in den einzelnen Stadtbezirken unterwegs zu sein von der Kämmerei. Also erstens steht es in dem Antrag so nicht drin. Und zweitens, in meiner Zeit als Stadtrat und finanzpolitischer Sprecher damals bis 2009, war Herr Vorjahren sogar selbst in den Stadtbezirksbeiräten, damals hießen sie nur Ortsbeiräte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Stadtbezirksbeiräte mit einbeziehen, wie es auch in dem Punkt 2 in bestimmten Unterpunkten nochmal deutlich gemacht wird, weil das sind unsere Expertinnen und Experten vor Ort. Und deshalb sollten wir auch diese klar mit einbeziehen. Und liebe CDU und andere, ich gucke da mehr so auf die rechte Hälfte, der Bürgerhaushalt laut Bürgerbeteiligungssatzung, der ist nicht der Bürgerhaushalt, den wir uns als Grüne, wie es auch in unserem Wahlprogramm steht, in der Ausprägung letztendlich vorschwebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
denn das ist im Prinzip nicht viel mehr, als Herr Vorjohann schon in der Zeit bis 2009 in gewissen Teilen umgesetzt hat. Es ist also wirklich machbar. Es geht darum, Transparenz darzustellen nach außen. Das passiert auch teilweise schon auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden. Das können also auch die Bürgerinnen jetzt schon ein bisschen einsehen. Es geht darum, ein Bürgerforum, wenigstens eins, ich betone es nochmal, durchzuführen und da Empfehlungen mitzunehmen und das entsprechend dann offenzulegen, öffentlich einmal zu diskutieren und als Stadträtinnen und Stadträtinnen und Verwaltung mit zu berücksichtigen. Kommen wir zum Schluss. Gerade, liebe CDU, ich glaube, Sie sollten sich überlegen, ob Sie wirklich den Punkt 1 und entsprechend auch unserem Änderungsantrag, das 25, 26 Mal in Gang zu setzen, mal zu probieren, zu reflektieren und dann in der Zukunft weiter entsprechend auszuformen, ob Sie dem wirklich definitiv widersprechen wollen, ob Sie das ablehnen wollen. Nehmen Sie es doch lieber alle gemeinsam hier als Ansporn, dass wir das Verfahren mal in Gang setzen und dann werden wir Erfahrungen sammeln und werden es weiterentwickeln. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger draußen und hier im Saal. Ja, so viel Emotionen wäre es beim Einbringen gar nicht notwendig gewesen, denn viele Sachen, die da drinstehen, können wir von der AfD-Fraktion, Herr Schmählich, auch gerne mittragen. Was wir nicht hinkriegen, was wir nicht glauben, dass es effektiv nicht geht, dass wir es dieses Mal sofort hinkriegen. Ich glaube schon, dass was die Grünen hier vorgeschlagen haben, dass wir mal ein Tipptopp-Verfahren erstmal dafür benötigen, das glaube ich, das muss getan werden. Das heißt, der Ergänzungsvorschlag ist realistischer, wie der Wunschglaube der Dissidenten, der hier vorgetragen wird. Ich glaube, wir würden mehr Chaos verursachen, als dass wir tatsächlich dem Haushalt dienen. Deswegen werden wir diesen ersten Teil nicht zustimmen, nicht weil wir das nicht wollen. Ich glaube es einfach nicht, dass es klappt. Deswegen lass uns von der Verwaltung eine Vorlage geben, wie es passieren könnte. AfD ist es richtig, es steht im Wahlprogramm drin und das werden wir auch tun. Mehr Bürgerbeteiligung ist vernünftig. Wir hatten gestern in der Tat die Diskussion und wenn dann die Bürger sagen würden, ja, wir würden gerne Solidarität zeigen mit den Ausgaben, die wir jetzt haben, mit den ukrainischen Flüchtlingen, aber Bibliothek wäre wichtig, sucht eine andere Möglichkeit, ja, dann ist es zumindest eine Aussage, die ich dann erstmal ernst nehme. Ja, wenn es von den Bürgern direkt kommt, das ist sehr, sehr wertvoll. Also von daher für den Haushalt sehr, sehr wichtig, dass wir das unterstützen. Die weiteren Vorschläge, die ja da sind, EDV, bessere Lesbarkeit, dass man das einpflegen kann. Da gibt es keine Vorwürfe mehr von den CDU, dass wir irgendwas kopiert hätten von ihnen. Dann kommt es gleich von der Verwaltung. Prima, würde bei der Bearbeitung von Änderungsvorschlägen dienen. Können wir auch mitgehen. Die Erklärbarkeit des Haushaltes, ja, das ist eine Mammutaufgabe. Also dass jeder von uns weiß, wie schwer es ist. Und wenn wir das dem Bürger besser erklären können, wird es vielleicht auch für uns einfacher. Und ja, es ist auch richtig, dass die Fachverantwortlichen in die Ortsbeirate gehen und dort Antwort zu stehen haben, dort zu sprechen haben, dass der Kämmerer mit eben Fachleuten dort ist. Das wäre gut. Es wäre übrigens eine große Anerkennung des Ehrenamtes, die nicht irgendwelche Wurstzettel sozusagen ausgeteilt bekommen und jetzt guckt mal, was ihr daraus macht, sondern ein Dialog stattfindet. Also von daher eine gute Zielrichtung, Herr Schmählich, mit dem Antrag von den Dissidenten. Es wird nicht ganz so klappen, wie Sie sich das wünschen. Davon bin ich überzeugt. Deswegen werden wir den ersten Teil ablehnen, die anderen Sachen zustimmen und auch der Ergänzungsantrag von den Grünen werden wir zustimmen. Für mehr Bürgergerechtigkeit, dafür steht die AfD, für mehr Transparenz auch im Haushalt. Vielen Dank. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. SPD, Herr Drews. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Grundsätzlich hat der Kollege Schmählich recht, wenn er sagt, eigentlich müssten wir auch zu diesem Zeitpunkt noch in der Lage sein, einen Bürgerhaushalt für den anstehenden Doppelhaushalt umzusetzen, nämlich genau dann, wenn die 8.000 Unterschriften, die in der Bürgerbeteiligungssatzung festgelegt sind, dafür zustande gekommen wären und jetzt vorliegen würden, dann wären wir nach Bürgerbeteiligungssatzung als Landeshauptstadt tatsächlich dazu verpflichtet, dieses Bürgerhaushaltsverfahren einzuleiten. Aber es liegen keine 8.000 Unterschriften vor. Es liegt ein Antrag der Dissidentenfraktion vor, aber eben keine Willensbekundung aus der breiten Bürgerschaft, schon gar nicht mit diesem relativ, für die vergleichsweise relativ hohes Quorum, wenn man auf die anderen Instrumente der Bürgerbeteiligungssatzung schaut. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn wir die Situation hätten, dass tatsächlich Unterschriften gesammelt worden wären, und es so wäre, dass tatsächlich 8.000 Unterschriften vorliegen würden, dann würden wir das nie erst heute wissen, dann wüssten wir das seit einigen Wochen, im Zweifelsfall sogar Monaten. Und natürlich hätte sich die Verwaltung auch besser darauf vorbereiten können oder überhaupt darauf vorbereiten können, dieses Verfahren zu machen, auch bevor die 8.000 Unterschriften offiziell eingereicht sind. Und die Situation macht noch einen zweiten Unterschied, nämlich wenn Unterschriften gesammelt worden wären und zustande gekommen wären, dann gäbe es auch die berechtigte Hoffnung, dass dieses Bürgerhaushaltsverfahren auch tatsächlich auf ein gewisses Interesse und eine gewisse Resonanz in der Bevölkerung stößt. Der Kollege Hans hat schon in seiner Rede gesagt, solche Informationsveranstaltungen gab es auch in der Vergangenheit schon. Die haben sich jetzt nie unbedingt dadurch ausgezeichnet, dass dort so extrem viele Menschen aus der Dresdner Stadtgesellschaft hingekommen sind oder den Anspruch hatten, mitzugestalten. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, wenn wir jetzt ein Bürgerhaushaltsverfahren von oben einleiten, also sprich als Stadtrat einfach sagen, wir machen jetzt mal eins, dann wird es am Ende genau darin wieder enden, dass da nicht so sonderlich viele Menschen dran teilnehmen. Deswegen finden auch wir den Ergänzungsantrag der Grünen-Fraktion sinnvoll. Lassen Sie uns das gut 2 Jahre lang vorbereiten und dann für den nächsten Doppelhaushalt 25/26 auch mit einer breiten Kommunikation in die Stadtgesellschaft tatsächlich durchführen. Und ich glaube, dann kann da ein Schuh draus werden. Der Punkt, der mir aber in dem Antrag der Dissidenten nochmal besonders wichtig ist, ist der Punkt 2c mit der transparenten Kommunikation des Haushaltes in die Stadtbezirksbeiräte. Ich glaube, wir müssen uns noch mal vor Augen führen, das Ehrenamt im Stadtbezirksbeirat ist von seinem Umfang und von seinem Aufwand noch mal deutlich kleiner als das, was wir hier im Ehrenamt leisten. Und ich glaube, man kann von den Stadtbezirksbeirätinnen und Stadtbezirksbeiräten nicht wirklich erwarten, dass sie sich in dieses monumentale Werk eines Haushaltes selbstständig so rein vertiefen und reinlesen, dass sie das alles automatisch verstehen. Deswegen finde ich die Forderung, dass es da eine ordentliche Vorstellung gibt und vor allen Dingen auch eine Vorstellung auf die Spezifika für den eigenen Stadtbezirk sehr, sehr nachvollziehbar und sehr sinnvoll. Und das muss uns diesmal auch tatsächlich gelingen. Und da würde ich gern, auch wenn er heute nicht da ist, noch gern noch mal einen Appell in Richtung Herrn Sittel loswerden. Ich sehe dort die Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Stadtbezirke in der Pflicht, das umzusetzen. Aus meiner Sicht ist es nicht an der Kämmerei, durch alle Stadtbezirke zu tingeln und den Haushalt dort vorzustellen, weil im Sozialausschuss oder im Kulturausschuss oder im Stadtentwicklungsausschuss stellt uns auch nicht die Kämmerei den Haushalt vor. Dort stellt uns die Amtsleitung des jeweiligen Fachamts das hat den Haushalt vor und die Spezifika. Und genauso erwarte ich das von den Stadtbezirksamtsleiterinnen und Stadtbezirksamtsleitern, dass die ihren Gremien, ihren Stadtbezirken diesen Haushalt transparent machen, vorstellen und sagen, was dort für den eigenen Stadtbezirk drinsteckt. Und das tatsächlich umgesetzt wird. Und die Stadtbezirksamtsleiter leiten diese Sitzungen, die sind also auf jeden Fall anwesend und sind genauso Amtsleiter und Bedienstete dieser Stadt, die in der Lage sein müssen, dieses Thema zu übersetzen. Und das ist die Erwartungshaltung, die da auch meine Fraktion hat, dass wir das bei diesem Doppelhaushalt tatsächlich deutlich hinbekommen, besser hinbekommen als vor 2 Jahren, wo es tatsächlich ein Informationsdefizit über den Haushalt in den Stadtbezirken gab. Und genau, deswegen wird meine Fraktion, wie auch schon im Finanzausschuss, den Punkt 2 in seiner Gänze, nicht nur den Punkt 2c, sondern den Punkt 2 in seiner Gänze, aber insbesondere wegen des Punkt 2c auch unterstützen. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung. Ich gucke erstmal, ob es noch weiter gibt. Ansonsten könnten wir das vielleicht kleine Schlusswort versuchen, ummünzen zu können. Herr Lichti, bitteschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja,
Guten Morgen. Ich freue mich, dass jetzt ein paar Fraktionen wieder aufgewacht sind. Ich erinnere mich, dass ich mich damals als Grüner mit ein paar anderen, Thorsten war, glaube ich, dann später auch dabei, seit dem Jahre des Herrn 2003 mit dem Thema Bürgerhaushalt befasse. Also ich habe dort irgendwie schon ein bisschen den Anspruch, dass ich weiß, von was ich spreche und dass ich auch die politische Debatte dazu kenne. Es war dann so, es wurde angesprochen, dass der Herr Vorjohann mal in den Nullerjahren sowas mal gemacht hat. Wir wissen alle, er hat es so gemacht, dass es nicht funktioniert. Er hat sich hingesetzt, hat dann irgendwie, wir kennen ihn ja alle noch, wir lieben ihn ja auch noch alle, in seiner unnachahmlichen Art und Weise dosiert. Und ich glaube, es ist nicht erstaunlich, dass diese Veranstaltung von Herrn Vorjohann damals nicht auf großen Widerhall gestoßen sind. Aber daraus zu schließen, dass es kein Interesse für den Bürgerhaushalt bei den Bürgern und Bürgern geben würde, ist, glaube ich, doch vermessen. Fakt ist, dass die Verwaltung, die Stadtverwaltung, seit eh und je sich mit Händen und Füßen wehrt, einen transparenten Haushalt aufzustellen, den Stadträtinnen und Stadträten vorzustellen, als auch in den Ortsbeiräten. Und ich muss es auch so ganz klar sagen, obwohl ich damals auch die Hand gehoben habe, seitdem das dann von Herrn Bürgermeister Dr. Lames, ich glaube im Jahre 2017, auf die sogenannten Produkte umgestellt wurde, seitdem ist dieser Haushalt vollkommen unlesbar und nicht handhabbar. Das merken wir Stadträte und Stadträte nicht so dolle, weil die Praxis seit langen Jahren so ist, dass wir dann in den Fachausschüssen detaillierteste Fragenkataloge an den jeweiligen Fachbürgermeister stellen, wirklich detailliertest. Und dann, der erklärt uns dann den Haushalt und liest uns dann vor, was da eigentlich in unserem Fachbereich drinsteht und dann diskutieren wir die. So, der normale Bürger, die normale Bürgerin hat diesen Service nicht. Natürlich haben manche Fraktionen dann daraus berichtet und so weiter. Aber ich sage mal, das ist das Paradebeispiel eines intransparenten Hinterzimmerprozesses. Und mein Kollege Michael Schmelich hat es angesprochen und wir wissen es alle, die wir da näher dran sind. Es ist dann so, in den Ausschüssen findet auch keine Debatte statt, sondern zwei Tage vor der Stadtratssitzung hat sich dann der Herr Krüger und der Herr Schmelich und der Herr Kiesling und noch zwei, drei andere zusammengesetzt. Der Herr Zastrow war auch dann dabei. Und dann hat man den Haushalt dann praktisch durchgerockt. So, und dann hat man ihn verabschiedet hier. Also intransparenter und mehr Hinterzimmer geht nicht. Ich weiß, das muss so sein, das kann auch am Ende nicht anders so sein, aber wir könnten uns vorher doch ein bisschen mehr anstrengen. So, jetzt habe ich, lieber Thorsten Hans, vielleicht fehlt dir einfach zwei Legislaturperioden. Ich war jetzt schon irgendwie ein bisschen erstaunt, dass du gesagt hast, dass das, was im grünen Wahlprogramm stünde, nicht mit dem übereinstimmte, ihr merkt den schönen Konjunktiv, was da in der Bürgerbeteiligungssatzung steht. Also das kannst du mir dann genau erklären. Aber ich will einfach noch einmal vorlesen, was in § 13 der Bürgerbeteiligungssatzung steht, weil hier nämlich so getan worden ist, als ob wir die Verwaltung total überfordern würden und als ob das irgendwie total vom Himmel fallen würde und die Verwaltung es überhaupt nicht wissen konnte. Ich lese einfach mal vor, was da steht. Das Bürgerhaushaltsverfahren umfasst insbesondere folgende Schritte. Erstens eine geeignete Bekanntmachung eines allgemein verständlichen schriftlichen Darstellungen des Haushaltsplanentwurfs unter Hervorhebung der kennzeichnenden Eckdaten. Das heißt, die Vorstellung, dass jetzt dann dieses gesamte voluminöse Werk dann irgendwie dargestellt wird, ist falsch in den entscheidenden Eckpunkten und zwar so, wie es die Stadtverwaltung für entscheidend hält. Es ist eine mündliche Erläuterung und Diskussion dieses Entwurfs in mindestens einem, das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt, Bürgerforum besser eigentlich in jedem Stadtbezirk durchzuführen. Was wir im Bürgerforum durchzuführen ist übrigens in der Bürgerbeteiligungssatzung genau definiert, in § 10. Es ist nämlich kein Vorjohannscher Frontunterricht. Einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dann sieht es schon mal gleich ganz anders aus. Dann kann dieses Bürgerforum Empfehlungen abgeben. Da kann man natürlich sagen, naja, das ist ja nicht mehr als bisher das Einwendungsverfahren. Wir wissen auch, wie das Einwendungsverfahren nach Gemeindeordnung geht. Das tun wir dann ganz schnell vor dem Haushalt dann wegwinken. Ja, da macht die Verwaltung riesige Tabellen, sagt, warum das alles nicht geht. Wir gucken mal kurz drauf und stehen dann mit der Verwaltung dagegen. Das ist kein zureichendes Bürgerbeteiligungsverfahren. Empfehlung aus einem Bürgerforum heißt nach Bürgerbeteiligungssatzung, derjenige, der diese Empfehlung unterstützt und eingebracht hat, kann hier sprechen im Stadtrat und kann das vertreten. Und wir müssen ihm eine begründete Antwort geben, und zwar öffentlich. Das ist ein ganz anderes Verfahren und ich finde, das ist durchaus zumutbar. Dann, das ist dann das Letzte, was das ist.
der Oberbürgermeister soll dann bitte schön vielleicht nach 6 Monaten dann auch nochmal öffentlich berichten in geeigneter Art und Weise, was dann daraus geworden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Bürgerhaushaltsverfahren, so wie es hier dasteht, ist mitnichten nicht durchführbar. Wenn die Verwaltung und die Fraktion es nicht durchführen wollen, dann wollen sie es aus politischen Gründen hier nicht durchführen. Also bitte tun Sie nicht diesen Popanz hier aufbauen, als ob das jetzt hier wir die Verwaltung überfordern würden. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen stimmen Sie unserem Antrag vollständig zu. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Debatte erstmal durch. Und wir würden dann eintreten in den Abstimmungsprozess. Da liegt uns, wie gesagt, ein Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen vor. Wer dem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Enthaltung, das war jetzt wahrscheinlich zu leise. Ich hatte sie schon zumindest auch gemeldet, aber eben wahrscheinlich nicht alle. Also gut, dann haben wir das nochmal laut. Ja, 16 Nein, 4 Enthaltungen. Dann hätte das eine Mehrheit gefunden. Und wir kommen damit über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht dann zur Endabstimmung. Und ich würde das jetzt mal so interpretieren, das war jetzt gerade so ein Stück auch meine Rückfragen gewesen, und vielleicht können wir die Kollegen des Finanzausschusses auch bestätigen, dass es richtig ist, weil ich habe den federführenden Ausschussbericht, darüber bin ich ein bisschen gestolpert, dass bei 1 ist das Ergebnis ablehnend klar, bei 2a und b ist es auch klar mit einer Zustimmung, und bei 2c ist es für mich eine klare Zustimmung, steht aber als Ergebnis eine Ablehnung da vom Ergebnis. Deswegen bin ich da in dem Ausschussbericht ein bisschen drüber gestolpert jetzt gerade. Ich gehe aber davon aus, dass auch c im Ausschuss zugestimmt worden ist. Zumindest gibt es das Abstimmungsergebnis hierher. Darüber wollte ich das nur noch mal klarstellen. Dass Sie jetzt vielleicht sich fragten, warum ist er hier so ein bisschen nervös hier oben? Kein Problem. Man muss doch einfach das einzeln abstimmen und gut ist, beantrage ich. Danke. Das macht es nicht sinnfälliger, um das ganz kurz zu sagen, sondern es geht ja darum, wie ist das Votum des federführenden Ausschusses gewesen und wie stimme ich dann darüber ab? Wir stellen fest, und das wurde nochmal gerade bestätigt, dass es zustimmend gewesen ist aus dem Ausschuss. So, dann haben wir das ergänzt um den gerade von Bündnis 90 Die Grünen entsprechend eingebrachten Ergänzungsantrag. Also, und das wäre das Konglomerat, was wir dann zur Abstimmung stellen. Ja. Oh, kurze Rückfrage. Wir haben jetzt doch, glaube ich, einen Änderungsantrag zum federführenden Ausschussvotum gegeben, zu Punkt 1, wo der Punkt 1 eigentlich raus war im federführenden Ausschussvotum. Deswegen haben wir jetzt was ergänzt zu einem Punkt, der laut federführendem Ausschussbericht, glaube ich, nicht mehr drin ist. Deswegen hätte ich jetzt doch nochmal erklärt bekommen, über was wir jetzt genau abstimmen. Sonst würde, ja, man einfach, würde ich vorschlagen, dass wir einfach Punkt 1 und Punkt 2 separat abstimmen, dann können wir das entsprechend nochmal machen. Ja. Also, was richtig ist, dass der Antrag falsch ist, dass es kein Ergänzung, sondern ein Änderungsantrag ist. Ein Änderung oder ein Ergänzungsantrag im Prinzip, der im Prinzip das Gesamt sowohl den Punkt 1 wieder aufnimmt, den wie er alt war, aber den eben verlängert. Und falls das jetzt einige verwirrt hat, dann müssen wir eben die, von mir aus die Abstimmung nochmal wiederholen. Aber es ist eben so,
Es ist eben hier eine Aufnahme des Alten mit einem, sagen wir mal, ein bisschen Intonation, Änderung, das ist ja auch diskutiert worden, vorgestellt worden. Aber wenn das eben jetzt zur Verwirrung geführt hat, müssten wir nochmal, weil es falsch formuliert worden ist, dann nochmal neu abstimmen. Dann würde ich vorschlagen, der Einfachheit einfach Punkt 1 und Punkt 2 in jetzt geänderter Form getrennt abzustimmen und dann funktioniert es wieder. Das war ja der Antrag von Herrn Lommel gewesen, dass wir punktweise abstimmen. Und dann würde ich das so durchführen und dann hätten wir es auch geheilt, falls es der eine oder andere nicht richtig verstanden hat. Also, wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 1, der eben, ich sage mal vereinfacht, so ist, wie der überschriebene Ergänzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen ist, was jetzt kein Ergänzungsantrag, aber eben die Altfassung und eben um ein weitere Punkte ergänzten Punkt für den Doppelhaushalt 25-26 konkretisiert und eben sagt, wie das Verfahren sein soll, soll dem 30.11.23 dem Finanzausschuss vorgelegt werden. Wer diesen Punkt 1 in dieser Fassung jetzt in der finalen Schlussabstimmung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen.41 Ja, 16 Nein, keine Enthaltung, wird das so bestätigt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer dem im federführenden Ausschussbericht die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Mit 58 Ja-Stimmen dann einstimmig so beschlossen. Damit sind wir durch den Punkt 58 durch.